Weihnachten 2020. Wenn wir aufeinander zugehen und zueinander stehen, ehrlich und echt sind und auf Floskeln verzichten, geduldig warten und wohlwollend zuhören, Feines beschützen und Schwaches stärken. Wenn wir Trauriges gemeinsam tragen und uns an den Erfolgen anderer erfreuen, Hindernisse als neue Chance und Möglichkeiten sehen und Ansätze weiterdenken. Wenn wir liebevoll begleiten und herzlich danken, Halt geben statt festzuhalten, Raum lassen und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. Wenn wir euch wünschen zum heiligen Feste, vom Schönen das Schönste, vom Besten das Beste, wieder die Weihnachtskerzen leuchten lassen in allen Straßen, in allen Gassen, wenn wir Freude wecken in allen Herzen und zünden die vierten Adventskerzen, dann wird Weihnachten. Pfarrgemeinde, in wenigen Tagen feiern wir das Fest der Liebe, unser Weihnachten. Weihnachten wird im Jahr 2020 ein wenig anders sein, wie das ganze Jahr über. Wir haben viel ertragen müssen, wir waren flexibel, wir haben zusammengehalten, wir waren hilfsbereit und ich möchte allen Danke sagen, die den schwächeren Menschen, wie es auch im Leben sein soll, ihre Hilfe, ihre Zeit geschenkt haben. Miteinander und füreinander da sein, gerade in schwierigen Zeiten, das zeichnet den Zusammenhalt einer starken Pfarr- und auch einer kommunalen Gemeinde aus. Ich möchte Ihnen daher meinen herzlichen Dank aussprechen. Als Bürgermeister bin ich stolz, Bürgermeister aller zu sein und danke Ihnen herzlich für die vielen Wohltaten
und die Barmherzigkeit, die sie den Mitmenschen in unserem tollen Einhausen entgegengebracht haben. Wir wünschen uns, dass wir Verständnis für die Einschränkungen bringen, andere nicht gefährden und vorbildlich mit den Auflagen umgehen. Dann können wir auch optimistisch in ein neues Jahr schauen, wie wir das also auf das Jahr 2020 getan haben. Ich auf jeden Fall bin optimistisch, dass im Jahr 2021 vieles wieder so sein wird, wie es war. Wir haben die Herausforderungen gemeistert, wir waren flexibel, wir waren füreinander da. Das zeichnet eine Gemeinde aus. Ich wünsche Ihnen, auch wenn es ein wenig anders ist, im Kreise Ihrer Lieben ein angenehmes, besinnliches und frohes Weihnachtsfest 2020 und alles Gute für das neue Jahr. Voller Hoffnung und Optimismus. Bleiben Sie gesund. Helmut Glanzner, Ihr Bürgermeister.